Silla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 97. Mal bei Hoaxzilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer mit der Hoax Mistress Alexa. Höchstpersönlich. Hallo alle zusammen. Und dem Hoax Master. Ja. Es nähert sich jetzt wirklich verdammt schnell die 100. Folge, ne? Ja, die kommt mit Riesenschritten auf uns zu. Ja, und wir haben von euch schon netterweise ein paar Audio-Feedbacks bekommen, ein paar Einsendungen, was ich sehr, sehr schön finde. Ja. Ihr dürft aber gerne noch weiterschicken. Da ist noch Platz für mehr. Ich weiß auch, dass so einige Podcaster uns ja auch hören, die ja im Gegensatz zum vielleicht normalen Hörer sogar Equipment besitzen. Und die können ja vielleicht auch so wie beim Intro-Stipendium der Wikigeeks, die sich ihre Sendungstitel oder Intros einsprechen lassen von anderen Podcastern. Vielleicht schickt uns auch der ein oder andere Podcaster mal etwas zu unserer 100. Folge, dass wir dann mit einbasteln können. Stimmt. Woran wir auch noch kurz erinnern sollten, ist nochmal der 11. September, weil da sind wir live zu sehen bei Skeptics in the Pub hier in Hamburg in der Gaststätte 73. So heißt das Ganze, ist dann bei uns auf der Homepage auch nochmal wieder verlinkt im Rahmen der Folge. Und da könnt ihr uns für 3 Euro mal live erleben. Und wir sind gerade dabei zu stricken an einem, wie ich hoffe und finde, wahrscheinlich ganz hoffentlich wird das was. Interessanten Vortrag. Und ansonsten könnt ihr dann hinterher wahrscheinlich mit uns guten Bierchen trinken. Also insofern schaut vorbei. Das können wir gut. Das können wir sehr gut. Am 11. September. Haben wir sonst noch irgendwas anzukündigen? Ich glaube nicht. Lass uns mal in eine Folge gehen. Dann machen wir mal weiter. Die Story der Woche. In der Story der Woche geht es diesmal um ein Ehepaar, das in, nicht ganz so freudiger Erwartung eines Kindes ist. Soweit so einigermaßen gut, aber man stelle sich bitte folgende Szene vor. Die Frau kommt ins Krankenhaus, weil die Gefahr besteht, dass sie eine Fehlgeburt hat. Und während sie im Krankenhaus ist, kommt plötzlich ihr Mann hineingestürmt in das Krankenzimmer mit einer Sporttasche unter dem Arm. Packt diese Sporttasche aus und darin befindet sich der Kopf eines Mannes, der Abgetrennte. Er hält diesen Kopf der Frau unter die Nase quasi und zwingt sie, diesen Kopf anzusehen, stellt ihn dann auf den Nachttisch im Krankenzimmer und bleibt bei seiner Frau, bis natürlich Ärzte herbeikommen, weil die Frau natürlich in Panik ist und schreit. Und der Mann wird dann festgenommen und wegen Mordes verurteilt. Es stellt sich heraus, dass der Kopf dieser Abgetrennte vom Geliebten der Frau stammt und auch das Kind, das sie erwartet, ist von diesem Geliebten. Eieieiei. Mord und Totschlag. Mau. Mhm. Spooky, gruesome, grizzly. Passt ja dann auch zu unserem Thema der Woche. Ne? Mhm. Wir lösen das mal am Ende auf, ob du uns da einen wahren, schrecklichen Fall. Sowas würde immer als Familiendrama dann bei RTL verkauft. Ne? Ja, wahrscheinlich. Naja. Thema der Woche. Ja, als Thema der Woche ein urhamburgisches Thema, könnte man fast meinen, stimmt nicht ganz. Aber das Thema, was von ganz vielen Leuten gewünscht wurde, als wir nach Hamburg gezogen sind, die gesagt haben, mach das doch mal. Zumindest endete es unter Umständen hier in Hamburg. Genau, nämlich Klaus Störtebeker, den man übrigens mit K und nicht mit CK schreibt. Mhm. Das vielleicht mal zum Einstieg. Und wir haben lange überlegt, wie kann man Klaus Störtebeker bearbeiten. Das ist nämlich, also wenn wir da ganz historisch dran gehen, wie sie nachher im Folge der Sendung herausstellt. So, wie sie sehen sie nichts. Genau. Könnten wir 2 Sachen zitieren? Noch aus 2 Quellen und ein paar Chroniken. Und dann wäre es das gewesen. Ja. Insofern haben wir gedacht, das müssen wir ein bisschen anders aufziehen. Und haben gedacht, wir machen eine zweigeteilte Sendung. Wir machen zunächst mal so ein bisschen all das, was man so findet über Klaus Störtebeker an Sagen, und der hat natürlich ganz, ganz verrückte Sachen, die über ihn erzählt werden, und sind dann, und das war sehr, sehr nett und total super, dass das geklappt hat, in das Museum für Hamburgische Geschichte gefahren und haben dort Herrn Dr. Wiechmann interviewen dürfen. Und Dr. Wiechmann ist der Mann, der sicherlich deutschlandweit mit die meiste Ahnung über Klaus Störtebeker hat, weil er sich damit ganz intensiv beschäftigt. Und im Museum für Hamburgische Geschichte soll ja auch der angebliche Totenschädel von Klaus Störtebeker gelagert sein und ausgestellt werden.
Und Herr Wiechmann hat mit dem so einige Dinge angestellt. Das werden wir aber nachher in einem Interviewblock noch erörtern. Fangen wir vielleicht nochmal mit ein paar Sachen an. Störtebeker, der Name Störtebeker kommt vermutlich daher, dass er einen Becher, so wird es ihm angedichtet. Genau, das wird auch oft in Theaterstücken oder Filmen oder so auch so gezeigt, dass er einen riesigen, wirklich riesigen Humpenbecher oder wie auch immer auf einen Zug leeren konnte. Und Störtebeker ist dann eben, was ist das eigentlich, Mittel- oder Tiefdeutsch, sagt man nicht, ne? Aber Mittelhochdeutsch für Stürz den Becher. Da sollte man vielleicht schon mal erwähnen, dass der Name Störtebeker nicht unüblich war und ist. Also es gibt so einige Abwandlungen des Namens Störtebeker noch heute. Genau, also es ist ein niederdeutscher Name und der ist häufiger als man denkt. Ja. Ne? Also das ist, es gibt jetzt nicht nur den, das ist auch ein Problem, da werden wir nachher nochmal drauf kommen später. Das ist jetzt ein Name, den findest du nicht nur einmal für eine bestimmte Person, weil die nun wirklich so toll war und das konnte, sondern der Name ist recht verbreitet. Ja. Und also dieses, dass er einen riesigen Humpen gestürzt hat, ist natürlich dann auch schon aus dem Bereich der Sagen sozusagen. Denn wie viele Namen aus dem Mittelalter, also der Name Schneider zum Beispiel, da kann man sich auch an zwei Fingern herleiten, wo der Name herkommt, der Name Müller und so weiter und so weiter. Das wurde dann irgendwann mal notwendig, um die Leute auch weiterhin unterscheiden zu können in großen Städten. Da hat man dann einfach den Beruf zum Teil hinten angestellt. Und Störtebeker, das war vielleicht dann eine Trinkerfamilie. So. Aber insofern, also diese Sage mit dem Riesenbecher kann man auch mal da aufräumen an der Stelle mit. Ja, was man weiß, können wir ganz kurz erwähnen, also erste Erwähnung so um 1360 vermutlich herum und von dieser Person, die dann den Namen trägt. Ja, genau. Vermutlich, heute sagt man 1401, es gibt aber auch Stimmen, die sagen 1400 oder auch 1402, hat man lange geglaubt, soll Klaus Störtebeker hier in Hamburg hingerichtet worden sein und soll also den Kopf abgeschlagen bekommen haben. Und neben ihm gab es einige andere berühmte Seeräuberkapitäne. Genau, also er war nicht alleine. Er war Mitglied einer Gruppe, die sich als die Vitalienbrüder bezeichnete. Das waren im Prinzip Kaperfahrer. Die haben also quasi Beutefahrten gemacht, die waren zunächst dazu da, sozusagen die Versorgung von Stockholm bei der dänischen Belagerung aufrechtzuerhalten. Später sind sie dann eben auf Kaperfahrt gegangen und haben sich also so ein bisschen auf die Seite der Gesetzlosen geschlagen und haben dann einfach irgendwie fröhlich weitergemacht und gemordet, gebrandschatzt und geklaut, deutsch gesagt. Also er ist nicht alleine hingerichtet worden, sondern mit 30 dieser Vitalienbrüder zusammen. Unter ihnen waren wohl auch die Kapitäne Gödicke Michels, Henning Wiechmann, Klaus Schelt, Magister Wiegbold und dergleichen mehr. Jetzt ist natürlich die Frage, auf die wir später auch dann nochmal kommen werden, ob dieser Schädel, den man dann gefunden hat, der zwar in die Zeit passt, aber wirklich von ihm ist, denn er ist da wirklich nicht alleine hingerichtet worden. Genau. Der Name kommt vermutlich tatsächlich daher, du hast es schon gesagt, dass sie als Blockadebrecher eingesetzt waren und sogenannte Viktualien, das war der Begriff für Lebensmittel, daher zum Beispiel auch das ist ein schöner altmodischer Begriff, schade, dass man den heute so gar nicht mehr hört. Naja, in München gibt es auch einen Markt, genau. Ne? Da kommt das dann her, das heißt Lebensmittel. Und aus diesen Viktualien sind dann immer die Vitalienbrüder gekommen, weil sie als Blockadebrecher eben die belagerten Städte mit Lebensmitteln, Viktualien versorgt haben. Die Gruppe um den angeblichen Klaus Störtebeker hat noch einen anderen Namen, nämlich die Lickedähler. Und da kommen wir jetzt auf eine Eigenschaft, die ihm in den Sagen und Legenden immer wieder angedichtet wird, nämlich dass er den Reichen genommen hat und den Armen gegeben hat. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Rezeption dieser Figur, dass er wirklich so als eine Art Robin Hood aufgetreten ist, nur zur See. Wobei das auch gar nicht belegt ist. Nein. Also das geben die Quellen nun wirklich nicht. Dieses Gleichverteilen ist tatsächlich eine Geschichte, die bei allen Seeräubern und allen Kaperfahrern vorgeherrscht hat. Es ging nämlich darum, wer auf einem normalen Schiff angeheuert hat als Matrose, dem war klar, was er als Heuer bekam, was er als Geld bekam. Das war ja bei einem Piratenschiff, wenn man auf Kaperfahrt gefahren ist, nicht klar, denn man wusste ja gar nicht, kann man ein Schiff kapern oder wovon soll man leben? Und damit eben
trotzdem man Aufsicht auf Gewinn hatte, war es so, dass das, was die Prise, so nannte man das, das, was man also bei den Kammerfahrten an Beute ergatterte, dass das unter gleichen Teilen unter der Mannschaft aufgeteilt war. Also das ist nämlich, glaube ich, der Punkt. Also der ist nicht losgefahren, hat irgendwie Beute gemacht und hat sich dann irgendwie ein paar Arme auf dem Land gesucht, denen er dann irgendwie die Sachen gegeben hat. Sicherlich, also wenn er wirklich irgendwie als Seeräuber unterwegs war, sondern er hat zumindest unter der Mannschaft irgendwie das gleich verteilt. Genau. Ja, und auch da war es natürlich nicht so, dass alle wirklich gleich viel bekommen haben, sondern die Offiziere und der Kapitän hat natürlich mehr bekommen. Das war ja auch klar. Sie trugen ja auch die Verantwortung an Bord. Aber daher kommt dieser Begriff. Und was ganz spannend ist, dass zum Beispiel die Stadt Wismar, das haben wir im Rahmen der Recherche auch herausgefunden haben, die haben etwas ganz Geschicktes auch getan, die haben piratenfreien Handel erlaubt. Das ist auch so eine ganz abgefahrene Geschichte. Das heißt, die konnten also Schiffe kapern, konnten dort Prise nehmen. Jetzt hatten sie natürlich aber Viktualien oder andere Tuche oder sonst irgendwas an Bord. Damit war man ja zunächst mal noch nicht reich, sondern man hatte einfach irgendwelche Tuche, Pelz oder sonstiges Zeug dabei. Und man musste ja nun das wie Hehlerware loswerden. Und da hat die Stadt Wismar irgendwann gesagt, naja, dann kommt halt zu uns. Wir kaufen euch das Zeug ab. Und Wismar hat dann natürlich super gute Handel machen können damit. Und die Piraten waren natürlich froh, oder die Vitalienbrüder oder Kaperfahrer, wie man sie dann auch immer nennen wollte, weil sie einen Hafen hatte, den sie ansteuern konnten, wo sie sicher waren, da werden wir jetzt nicht verfolgt. Da fragt keiner, wo kommt denn die Ware her? Und sie konnten dann die Ware zu Geld machen und dann eben dicke Deals, also das Geld unter den gleichen Teilen, dann unter der Mannschaft aufteilen. Ganz geschickt von Wismar. Vielleicht auch einer der Gründe, warum Klaus Störtebeker immer mit Wismar auch in Verbindung gebracht wird. Weil sicherlich Wismar ein Tummelplatz für Seeräuber und Kaperfahrer in der damaligen Zeit gewesen ist. Wobei es dann natürlich noch eine Quelle gibt, die später im Interview nochmal genauer beleuchtet wird. Ja, auch nochmal klar. Mhm. Also aus der Frühzeit, bevor er sozusagen, wenn überhaupt, zum Seeräuber geworden ist. Ja, also das mal so ein bisschen zu den ersten Beschreibungen, zu den Begrifflichkeiten, also Liquedeler, Vitalienbrüder haben wir an der Stelle erklärt. Vielleicht auch nochmal den Kaperbrief, dass man das nochmal ganz kurz beschreibt. Also tatsächlich ein Schriftstück, was dann jeweils von den Machthabern aufgesetzt war, das auch legitimierte dazu, andere Schiffe auszuräumen. Das vergisst man nämlich auch leicht, ja. Die sind ja erstmal anfänglich nicht aus Spaß losgefahren. Das Problem war natürlich, sondern dann im Auftrag. Auftrag, dass dann irgendwelche Kriegsgeschichten wieder eingestellt wurden, dass Blockaden dann aufgehoben wurden, dass man sich einigte. Und ja, die wollten natürlich weiter ihr Leben auf See haben als Seeräuber und haben dann einfach mal nicht aufgehört, weiter Schiffe auszuräubern. Und wenn es dann eben dann nicht mehr die feindlichen Schiffe waren, konnte man ja auch mal die eigenen Schiffen ausräubern. Wenn man so die Ostküste und auch die Nordseeküste, Ostseeküste und Nordseeküste sich bezeichnet, dann gibt es unfassbar viele Städte, die alle ja behaupten, dass sie irgendwas mit Klaus Störtebeker zu tun haben. Das ist sicherlich so, weil der Name nicht unüblich war und es eben durchaus verschiedene Erwähnungen von Störtebeker gab. Man erzählt sich aber auch, dass er, und da kommen wir dann schon in die Zeit, kurz bevor er dann gefangen genommen und hingerichtet wurde, angeblich, er soll 1396 nach Marienhafe gekommen sein. Und es gibt sogar Behauptungen, dass er da die Tochter eines friesischen Häuptlings geheiratet haben soll. Auf jeden Fall ist ihm dort Unterschlupf gewährt worden und das in einer Kirche, in einer St. Marienkirche dort. Und da gibt es also heute noch, da kann man hinfahren, sich das anschauen, einen Turm, der Störtebeker Turm heißt. Also die, vielleicht das auch noch zur historischen Einordnung ein Stück weit. Wir befinden uns Ende des 14. Jahrhunderts, bis Beginn des 15. Jahrhunderts, zu der Hochzeit der Hanse. Das heißt, all die Städte, die wir hier so nennen, also da sollte man vielleicht an der Stelle auch nochmal Lübeck nennen. Oh, auf jeden Fall. Unfassbares Geld. Also in Relation zu heute der absolute Hoch. Und im Vergleich zu den vielen anderen Städten auch groß. Also ist sehr schnell gewachsen, sehr schnell reich geworden. Also man muss sich vielleicht Lübeck mal so als das New York der alten Zeit vor Augen führen. Die Hanse, ein freier Verbund von Händlern, die untereinander Geschäfte miteinander machten. Und Lübeck hatte dann tatsächlich Verbindung bis hinein in den Orient, bis runter nach Venedig. Venedig natürlich als superreiche Stadt des Handels, zu unfassbar viel Reichtum gekommen. Und in dieser Zeit lohnte es sich natürlich auch, als Seeräuber durch die Gegend zu fahren. Also das auch nochmal, also da war wirklich auch Geld im Spiel. Und es war dann auch so, dass es ärgerlich war, wenn dann natürlich in diese Geldgeschäfte sich die Seeräuber einmischten.
Ja, was kann man noch über Klaus Störtebeker berichten? Also eine ganz wichtige Geschichte ist, wenn wir uns nochmal die Hinrichtung anschauen, es wird auch da wieder gezeigt, quasi eine sagenhafte Begegnung zeigt irgendwie, dass er bis zuletzt, bis zur Stunde seines Todes um seine Männer besorgt war. Also er hat nicht nur den Armen gegeben, sondern er hat sich auch um seine Mannschaft gesorgt. Er hat nämlich bei der Hinrichtung mit dem Rat ausgemacht, dass die Personen oder die Mitglieder seiner Mannschaft, an denen er noch schafft nach seiner Hinrichtung, also sprich ohne Kopf vorbeizulaufen, der Hinrichtung entgehen sollen, dass die freigelassen werden sollen. Und man erzählt sich, dass er tatsächlich noch an 11 Mannschaftskameraden vorbeilaufen konnte, bis ihm dann, ja, manche sagen, der Scharfrichter den Richtblock zwischen die Füße geworfen hat oder auch ein Bein gestellt hat, wie auch immer, bis er dann hingefallen ist und dann natürlich keinen mehr retten konnte. Ja, das Ganze soll stattgefunden haben auf dem Grasbrook bei Hamburg, diese Geschichte, die du gerade erzählst. Da kann man sagen, natürlich sind auf dem Grasbrook Seeräuber hingerichtet genau, worden. Genau, dort hat man auch diese, muss ich sagen, an der Stelle 2 Schädel gefunden genau. aus der Zeit. Genau, das werden wir dann auch im Interview mit Herrn Dr. Wiechmann noch ausführen. Es ist allerdings so, auch damit können wir mal aufräumen, es gibt zwar das Hühnchen, das mit abgehacktem Kopf noch weitergelebt haben soll, das haben wir auch schon mal bei uns in einer Sendung gehabt. Da war es allerdings so, dass noch Teile des Stammhirns übergeblieben sind, die dann noch mit dem Rückenmark verbunden waren, sodass das Hühnchen noch weiterleben konnte, auch wenn es da, de facto keinen Kopf mehr hatte. Ist bei einem Menschen, der das Rückenmark am Hals durchtrennt, sackt der Körper ohne Kontrolle zusammen. Der Körper ist nicht mehr in der Lage, aufzustehen, geschweige denn zu laufen. Es gibt keinen einzigen belegten Fall auf der Welt, wo das der Fall gewesen ist, sodass diese Geschichte mit den 11 Freibeutern, die eben durch ihn befreit worden sollen, meistens 11, meistens 12, weil noch der Körper ohne Kopf an ihnen vorbeigelaufen ist, tatsächlich pure Fiktion sein muss. Das kann nicht stattgefunden haben, weil der menschliche Körper das einfach gar nicht mehr hinbekommt. Genau. Wenn das. Aber es ist ein Zeichen dafür, wie sich das Störtebeker-Bild quasi gewandelt genau. hat und überhaupt manifestiert hat. Die Geschichte geht ja noch weiter, dass dann der Scharfrichter für die vielen Hinrichtungen gelobt worden ist und darauf behauptet hat, er könnte in der gleichen Geschwindigkeit natürlich auch den Hamburger Rat köpfen, da hätte er auch gar kein Problem mit. Er könnte quasi gleich noch weitermachen und den Rat auch noch mitnehmen. Dafür hat man ihn dann hingerichtet. Ja. Also das ist auch noch, aber auch wahrscheinlich eher eine Sage, die berichtet wird. Gefangen worden soll er sein von der bunten Kuh. Auch mal ein lustiger Begriff. Das war tatsächlich ein Schiff, was so hieß. Ein Schiff mit Söldnern besetzt, Soldaten besetzt, das ausgeschickt wurde, um Klaus Störtebeker zu fangen. Insbesondere, weil England Geld haben wollte von der Hanse. Weil die, also da gab es dann auch Ärger, weil die Hanse. Die Engländer waren stinkig, natürlich. Die Ware war von Piraten geklaut. Die Hanse fing die Piraten. Und die Engländer sagten, naja, das ist aber unsere Ware, die ihr da sichergestellt habt. Wir würden gerne wieder unser Geld wieder haben. Und insofern war es also wichtig, die Piraten einzufangen. Auch da gibt es eine schöne Geschichte. Also man traut dem Störtebeker ja durchaus zu, wieder einmal der Gefangennahme zu entgehen. Da gibt es dann irgendwie die Geschichte, dass es da einen Verräter gegeben haben muss, der dann die Steueranlage des Schiffes von Störtebeker irgendwie manipuliert hat mit Blei, in dem das da hineingegossen hat und er nicht mehr manövrieren konnte und deswegen gefangen genommen worden ist überhaupt erst. Sonst wäre das natürlich nie passiert. Das hätte man ihn nie bekommen, genau. Das sind so die ganz bekannten Geschichten um Klaus Störtebeker. Was man dann gemacht hat mit Piratenköpfen am Grasbrook, das sollten wir vielleicht auch noch kurz erwähnen, war eben, dass man mit großen Nägeln, Schmiedenägeln, dann die abgeschlagenen Köpfe, ja, entweder auf dem Richtblock oder auf besondere Gestelle so festgenagelt hat, dass vorbeifahrende Schiffe das sahen. Also man sollte da schon auch deutlich sehen, was mit Seeräubern passiert. Da muss ich immer an die Szene denken bei Pirates of the Caribbean, als Jack Sparrow da mit seinem kleinen Bötchen irgendwie in den Hafen schippert im ersten und Teil. Die Gehängten da irgendwie vor sich hin flattern und er so ein bisschen schluckt, ne? Weil er sieht irgendwie, ja, das wird da mit Piraten gemacht. Ja. Also nicht ganz so martialisch, aber so ähnlich muss man sich das vorstellen. Das ist ein abgehackter Kopf, auch ist, so ein Block ist auch du schon. Du hast recht, ist auch nicht so schön. Das ist nicht so schön und die ließ man da ja auch verwesen. Das ist so ein Bild von Störtebeker und also man hat dann tatsächlich bei Bauarbeiten Ende des
19. Jahrhunderts dann zwei Schädel gefunden. Und die beiden Schädel sind also jetzt im Museum für Hamburgische Geschichte. Und einer davon sollte angeblich der Störtebeker Schädel sein. Da reden wir gleich mit Herrn Dr. Wichmann drüber. Interessant ist, wenn man sich den anschaut, da gibt es ja auch Bilder im Netz von diesem Schädel, ist, dass der so ein bisschen dunkel verfärbt ist. Das ist natürlich durch diese Lagerung da in diesem Schlick und Mineralisierung und solche Dinge. Genau. Die Fotos, die wir übrigens dann auch im Forum und auf unserer Homepage verlinken werden, sind unsere eigenen Fotos. Die durften wir mit Genehmigung des Museums im Museum schießen. Aber natürlich nur für diese Folge verwenden. Das heißt, also die sollten nicht möglichst in Umlauf gebracht werden. Die dürfen das auch gar nicht. Aber wenn ihr den Leuten das mal zeigen wollt, dann linkt auf unsere Seite. Und vielen Dank da ans Museum, dass wir die Bilder machen durften und verwenden durften. Eine andere Version, auf die wir gleich im Interview nicht eingehen werden, die es aber auch gibt, das ist ein ehemaliger Mitarbeiter des Museums für Hamburgische Geschichte, Herr Gregor Roman, auch Historiker. Mittlerweile in Bielefeld. Merkt er, Bielefeld. und der hat nochmal eine andere Theorie aufgeschätzt. Also, und zwar, man geht davon aus, dass also wirklich 1401 ein Herr Störtebeker den Kopf abgeschlagen bekommen hat auf dem Grasbrook. Und dann gibt es ganz wenig historische Quellen, die also uns irgendwas über einen Herrn Klaus Störtebeker sagen können. Und der Herr Roman, der sagt, naja, vielleicht war das aber gar nicht der Störtebeker, vielleicht ist der gar nicht 1400 hingerichtet worden, sondern vielleicht war das ganz wer anders. Und der kommt dann dazu, zu sagen, es gibt einen Johann Störtebeker, über den gibt es relativ viele Quellen. Allerdings gehen diese Quellen gut bis 1413 oder noch weiter. Und unterscheiden sich sehr von dem, was man sich so über unseren Klaus erzählt. Denn das war ein Geschäftsmann, das war ein Händler. Aus Danzig. Kaufmann. Mhm. Und auch der wird also öfter mal erwähnt. Und es ist so, man könnte jetzt also fast vermuten, dass vielleicht die reale Person Störtebeker, die auch in den Chroniken oder aber auch in den anderen Quellen erwähnt wird, in den sehr mageren Quellen, eben dieser Johann Störtebeker ist, der Händler war in Danzig. Und dessen Spur sich dann so nach 1413 irgendwie verliert. Mhm. Und dann wäre das alles noch weniger spektakulär. Wir haben da mit Herrn Dr. Wichmann drüber gesprochen, der sagt tatsächlich, man kann das nicht wirklich widerlegen. Mhm. Genauso wenig, wie man die Geschichten um den Piraten-Störtebeker widerlegen kann, sind das beides legitime Interpretationen der historischen Daten. Und man muss tatsächlich ja auch sagen, dass zu dieser Zeit die Aufzeichnungen zwar schon begonnen, also es gab ja Chroniken, es gab verschiedene Bücher, Stadtarchive, in die man nachschauen konnte, gerade mit Beginn der Hanse, wo der Handel eintrat, gab es Handelsbücher und allerlei Dinge. Aber trotz allem war natürlich die Dokumentation von Ereignissen zur damaligen Zeit bei weitem nicht so, wie es heute ist, wo also jede Apple-Patentverschwendung in 18.000 Internetblogs auftaucht. Und auch da muss man sich ja mal fragen, in 700 Jahren ist das Wissen, was wir heute im Internet ansammeln, dann wieder verfügbar? Was zu unserer Zeit verfügbar ist, oder macht irgendwann Puff und dann sind die ganzen Daten weg. Das weiß ja heute auch noch keiner. Also insofern, so historische, je weiter man zurückgeht, Personen nachzuverfolgen, ist nicht wirklich einfach, wenn nicht über sie wirklich ganz ausführlich geschrieben worden ist. Genau, was die Sache aber natürlich gerade erst spannend macht, ne? Weil du dann wirklich versuchst, diese spärlichen Beweisen, die spärlichen Quellen irgendwie auszuwerten. Also das ist ein Geschichtskrimi, der, das werden wir im Interview auch nochmal hören, der bis heute nichts an Faszination eingebüßt hat. Genau. Vielleicht noch, bevor wir jetzt gleich das Interview starten, der Hinweis, dass die Figur des Störtebekers, also diese vielleicht sagenhafte Figur, auch politisch instrumentalisiert worden ist von verschiedensten Quellen. Es gab auf Rügen mal die Störtebeker-Festspiele schon zu Zeiten der DDR. So groß angelegte. Die man sich übrigens heute noch angucken kann. Ja, ja, aber damals mit einem anderen Hintergrund natürlich. Also groß angelegte Freilichttheateraufführungen. Und da war es so, dass eben dieses Likedelen, dieses Gleichaufteilen natürlich ein Beispiel für Sozialismus und Kommunismus war. Und also Klaus Störtebeker, der erste Kommunist war, der für Gleichbehandlung für alle natürlich stand. Manche sagen aber auch der erste Demokrat. Genau, das ist dann der Punkt. Andere suchen ihn sich jetzt raus und sagen, naja, das ist ja zutiefst demokratisch, was der gemacht hat mit seinen Leuten an Bord. Also war er Demokrat. Das heißt also immer auch ein politisches System,
konnte sich sehr schön in diese Figur hineinversetzen und konnte dann diese Figur instrumentalisieren. Und die Festspiele gibt es auch heute noch. Und heute sind die so ein bisschen wie so Karl-May-Festspiele oder so, muss man sich das vorstellen. Es gibt ja auch einen sehr aufwendigen NDR-Zweiteiler, der gedreht worden ist. Das muss man mal erwähnen. 2007, 8 oder sowas oder 9. Also in den... Noch nicht so lange her. Also zu Ende der ersten Dekade dieses Jahrtausends sozusagen. Sehr aufwendig gedreht. Da muss man allerdings sagen, das hat mit historischen Quellen, glaube ich, so gar nichts zu tun. Sie sind sehr frei mit dem Stoff umgegangen, glaube ich. Das ist so, Klaus Dörkelbeker trifft die Wanderhure. Ich habe ja noch ein bisschen weiter reingeguckt, als du reingeschaut hast. Und also so, auch okay. Allein die Kostüme, auch die Frauen zu der damaligen Zeit und so tragen. Also das mal so ganz kurz als Exkursion. Es gab keine tief ausgeschnittenen Kleider im Mittelalter. Nie. Ich sage dazu jetzt nichts, sonst ärgere ich mich wieder. Ja, also das mal so als Hinweis, wenn ihr solche Filme schaut. Den werden wir auch verlinken, den gibt es auch im Kartoffelkino im Internet. Ja, ich meine, ich habe jetzt gesagt, ich würde mich ärgern. Also es ist natürlich legitim, diese Projektionsfläche Störtebeker zu nutzen und irgendwie da eine schöne Geschichte drum zu spinnen. Ich will jetzt nicht sagen, dass dieser Film keine Daseinsberechtigung hat. Man kann sich auch durch sowas einfach mal unterhalten lassen, nur wer da irgendwie Fakten rausziehen will, der sollte sich vielleicht doch besser irgendwie anders informieren, denn da wird man nicht weit kommen. Genau. Neben dem Film, den wir dann so unten im Forum verlinken werden wir aber auch noch zwei Dokumentationen, die wirklich ganz gut gemacht Bücher, sind. Bücher, ne? Wichtig. Verlinken, genau. Also die beiden Dokumentationen, da sieht man auch Herrn Wiechmann nochmal bei verschiedenen Dingen, unter anderem Spiegel TV-Doku, wie man die Gesichtsrestauration, da werden wir gleich drüber reden. Da gibt es nochmal eine ganze Doku drüber. Und es gibt wirklich für die, die sich für den Kopf von Störtebeker nochmal, und das immer in Anführungsstrichen Kopf von Störtebeker, den Schädel von Störtebeker interessieren, gibt es auch noch ein Buch, wo also Rechtsmediziner hier aus Hamburg und Herr Wiechmann mit Kollegen sich nochmal ganz intensiv diesem Schädel angenommen haben. Wirklich alles zusammengetragen haben, was man dazu wissen muss. Auch das werden wir verlinken. Und der Kopf ist, das kommt dann auch gleich im Interview vor, einfach ein wichtiger historischer Beleg auch für sozusagen die, jetzt hätte ich fast Tötungs gesagt, aber Hinrichtungsmodalitäten der damaligen Zeit. Also insofern in jedem Fall sehr, sehr interessant. Und jetzt werden wir mal mit dem Interview starten und wer genau zuhört, wird an dieser Stelle eine Premiere erleben. Und dabei wünschen wir euch viel Spaß und jetzt machen wir erstmal das Interview mit Herrn Dr. Wiechmann. Hoaxilla Interview. Wir nähern uns jetzt dem wissenschaftlichen Hintergrund und dem historischen Hintergrund der Figur des Störtebeker und haben dazu eingeladen Herrn Dr. Ralf Wiechmann vom Museum für Hamburgische Geschichte. Herr Dr. Wiechmann, würden Sie sich vielleicht mit ein paar kurzen Worten eben selbst vorstellen und Ihre wissenschaftliche Arbeit? Mein Name ist Dr. Ralf Wiechmann. Ich bin Ur- und Frühgeschichtler und Historiker und arbeite eben hier im Museum. Bin zuständig für das Mittelalter, für alles, was mit Geld und Geldgeschichte zu tun hat und damit natürlich auch zu einem der wichtigsten Exponate hier im Haus, nämlich mit Störtebeker. Und dieser Störtebeker-Kopf hat mich schon seit einigen Jahren beschäftigt, im Grunde seit ungefähr 2000. Und wir haben ja dann in einem großen Team den Kopf nach allen Regeln der Wissenschaft untersucht. Ich war auch mit ihm sozusagen, mit dem Kopf unter dem Arm, war ich in Kanada, auf den Spuren der DNA. Und deswegen habe ich mich schon eine ganze Zeit damit beschäftigt. Wenn Sie den Kopf gerade schon erwähnen, was ist das Besondere an diesem Schädel? Was sind so die prägnanten Merkmale? Warum ist das so interessant? Also das ist ja ein Schädel, zum einen ist er gefunden worden auf dem Hamburger Richtplatz, also 1878, das war die Zeit, als man die großen Hafenbecken hier ausgrub, natürlich noch ohne große Maschinen, alles schön mit der Hand und da hat man dann eben auch diese zwei Schädel, muss man sagen, gefunden und das Interessante daran war eben, dass die Schädel zwei große Nägel quer durch den Kopf gesteckt hatten damals. Und wir wissen eben, dass im Mittelalter an der Stelle, an der dort gegraben worden war, der mittelalterliche Hinrichtungsplatz lag.
Und von daher sind diese beiden Köpfe immer ja für die mittelalterliche Hinrichtungspraxis ein ganz bedeutendes Zeugnis, einfach generell. Wir kennen ja wenige archäologische Funde, die jetzt mit konkreten Hinrichtungsplätzen in Verbindung stehen. Es gibt in Süddeutschland und in der Schweiz gibt es ausgegrabene Plätze, aber in Norddeutschland gibt es das eigentlich nicht. Und insofern haben wir hier so eine Schnittstelle zwischen archäologischer Forschung und den schriftlichen Quellen, die eben besagen, dass im Mittelalter die Seeräuber eben immer geköpft worden sind und die Schädel sind aufgenagelt worden. Und das passt natürlich perfekt dazu. Mhm. Das heißt also, der Kopf ist dann auch quasi ausgestellt worden, so als Abschreckung mit dem... Genau, das war die Idee, dass, ja, da kommen natürlich so mittelalterliche Vorstellungen von Wiedergängertum und dergleichen zusammen. Aber natürlich auch mit einem gewissen Repräsentationsbedürfnis. Das heißt also, man war schon stolz darauf, hier die wilden, verwegenen Freibeuter gefangen genommen und hingerichtet zu haben. Und gleichzeitig stolz darauf, dass man ja als Stadt so viel Macht hatte, dass man sie denn auch gefangen nehmen konnte, nicht? Also das, da drückt sich ein sehr, sehr starkes Selbstbewusstsein auch der Stadt aus. Mhm. Wann gab es das erste Mal die Zusammenführung, dass man gesagt hat, dieser Schädel oder einer der beiden Schädel könnte der Schädel von Störtebeker sein? Was war so der erste Aufsatzpunkt zu sagen, vielleicht ist er das? Kann man das sagen? Ja, kurioserweise gibt es da schon so ein Hamburger Flugblatt, so also ein Zeitungsausschnitt, das datiert so 1902. Und da sind ja diese ganzen, ich sag mal, Störtebeker-Reliquien, die sich teilweise heute noch weiter in unserem Haus befinden. Also dieser Störtebeker Pokal und noch ein Kettenhemd und so ein merkwürdig gestalteter Schild und eben auch dieser Schädel sind auf diesem Flugblatt vereint und werden Störtebeker zugesprochen. Das waren also keine Wissenschaftler, sondern eher Publicity, würde man heute vielleicht sagen. Das war so in diesem Jubiläums Ja, man hat ja früher gedacht, Störtebeker wäre 1402 hingerichtet worden. Also dann waren es also 500 Jahre nach seinem Tod. Natürlich auch ein schönes Datum sozusagen. Und dann hat man, ja, sozusagen alles, was so die Sage hergab, hat man dann auf diesem Blatt vereint und hat dann alle Dinge zusammen kompiliert und alles zusammengeführt, wo man dachte, ja, könnte ja damit was zu tun haben. Also ein Schädel, das ist ja dann doch schon wirklich was Handfestes. Das heißt, wenn man hätte beweisen können, dass es also per DNA-Abgleich, dass es wirklich aus dieser Linie stammt, dann hätte man ja sozusagen alles zusammen gehabt. Dann hätte man ja wirklich sagen können, ja genau, der ist zu der Zeit und genau da hingerichtet worden. Hat man das dann versucht wahrscheinlich? Naja, also das erste Problem, was wir mal hatten, war ja, dass wir ja nicht genau wussten, aus welcher Zeit stammt der Schädel überhaupt. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich hier ins Haus kam, waren die Schädel immer ausgestellt im Bereich Mittelalter. Wenn man sich aber anguckt, wann wie viele Leute in Hamburg hingerichtet worden sind, dann ist das immer so, die meisten Leute sind im 15. und frühen 16. Jahrhundert hingerichtet worden. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass der Schädel eben auch aus dieser Zeit stammen könnte, war sehr groß. Und ich habe da sehr große Zweifel gehabt am Anfang, ob das irgendwie mit Störtebeker zu tun hat. Und deswegen waren eben die Anstrengungen relativ groß und wir haben gesagt, okay, wir müssen eigentlich erstmal eine Probe nehmen und das ist dann mit der C14-Methode, also diese Kohlenstoffmethode, untersucht worden. Und da kamen eben solche Resultate daraus, dass es hieß 1400 plus minus 15 Jahre. Und dann war man natürlich schon so weit, dass man gesagt hat, okay, das ist genau die Zeit, wo Störtebeker sein Unwesen trieb. Und da war man natürlich dann schon relativ nah an dieser historischen Person dran. Mhm. Wenngleich wir immer noch sagen mussten, Störtebeker ist ja, wenn man den Sagen glauben will, ja auch nicht alleine hingerichtet worden, sondern das war ja die gesamte Schiffsbesatzung. Also es waren also nicht nur er, sondern eben noch 30 von seinen Kumpanen, also alle Leute, die auf seiner Kogge auch eben mitfuhren, sodass man da auch immer noch, ja, eben 30 zur Auswahl hatte sozusagen, ja. Die denn da, die es hätten sein können. Und dann war eben diese Geschichte mit dem Nagel, beziehungsweise mit den Vorbereitungen für den Nagel.
Da gab es ausführliche Untersuchungen drüber von der Rechtsmedizin. Und die haben eben festgestellt, dass dieser große, schwere Nagel eben nicht einfach mit einem dicken Hammer durch den Kopf getrieben ist, sondern man hat eben das Loch vorbereitet, um den Nagel quer durch den Stock, den Kopf zu stecken. Das heißt, man hat also ein großes Messer genommen, so eine Art Hiebmesser, und hat dann sozusagen sogar noch probiert. Es gibt so Probehiebe, so dass man genau die richtige Stelle hatte, und hat dann ein Stück des Schädeldachs abgehebelt und konnte dann den Nagel quer durch den Kopf wieder hinten durchs Hinterhauptsloch, also da, wo die Wirbelsäule ansetzt, genau durchstecken und ihn dann aufnageln. Das heißt also, man wollte den Schädel bei diesem Vorgang nicht sehr zerstören, sondern wollte das irgendwie schon so ein bisschen vorsichtig machen. Also das war die Interpretation, die dann postwendend kam. Denn das ist schon ein bisschen merkwürdig. Dazu muss man wissen, es gibt schon auch andere Schädel. Es gibt welche in Polen, es gibt in Köln einen Schädel, wo auch diese Aufnagelungspraxis vollzogen worden ist. Aber da ist es eben so gewesen, dass der Nagel einfach durch den Schädel getrieben worden ist. Es gibt dann Versprengungen, es platzt alles auseinander. Und das ist nur bei diesem Schädel nicht so. Das ist interessant, ja. Also das ist wirklich ein Schädel, der eben diese Sonderbehandlung erfahren hat. Und da muss man sich fragen, weshalb, warum? Warum ist das so? Weil der zweite, den wir auch gefunden haben, bei dem ist es eben auch anders. Bei dem, der hat eben auch einfach dieses Loch durch, und deshalb fehlt ja auch die Hälfte. Ist der auch datiert worden? Also sind die aus der gleichen Zeit? Die sind fast aus der gleichen Zeit. Der zweite Schädel ist ungefähr 30 Jahre älter. Aber ungefähr aus der gleichen Zeit. Und wie ist man dann weiter vorgegangen? Das sind ja schon mal wirklich ganz wichtige Hinweise. Aber noch nicht so ganz am Ziel ist man dann. Genau, naja, dann der Rest ist irgendwie so ein bisschen Statistik. da haben wir einfach gesagt, okay, muss jemand gewesen sein, einer der wichtigen, herausgehobenen Persönlichkeiten der Vitalienbrüder. Denn dass es Piraten waren, war unstrittig. Das deckte sich, wie gesagt, mit dem libyschen Recht. Naja, und dann... ja, die Quintessenz ist eben so, dass man sagt, es ist einer der namhaften, wichtigen Leute, und da ist Störtebeker natürlich einer der ganz wichtigen. Aber gut, ein Jahr später ist Gödicke Michels hingerichtet. Theoretisch kann es auch er sein. Da würde ich mich auch nicht festlegen. Habe ich auch nie getan. Und wenn ich irgendwas über den Schädel schreibe, dann schreibe ich das immer Störtebeker Schädel in Anführungsstrichen. Dafür bin ich dann auch Wissenschaftler genug. Also natürlich impliziert diese ganze Geschichte, das ist ja auch von Rundfunk und Fernsehen ganz weit ausgebreitet worden, und natürlich ist Störtebeker immer das, was sozusagen das Aushängeschild ist, aber wissenschaftlich muss man einfach sagen, den zwingenden Beweis gibt es nicht. Also quasi per DNA-Analyse, ja. Das ist halt wirklich unschlüssig. Ja. Also da haben wir uns dann auch, haben wir uns lange erkundigt. DNA-Untersuchungen waren natürlich etwas, was relativ schnell im Raum stand. Das sind ja die modernen Untersuchungsmethoden. Ist auch nicht so kompliziert. Und da haben uns eben die Genetiker bestätigt, dass es durchaus möglich wäre, wenn man dann DNA aus dem Knochenmaterial extrahieren könnte, könnte man die durchaus noch mit zeitgenössischen Personen-DNA vergleichen. Und das war auch sozusagen die Methodik, die dahinter steckte. Man muss ja immer ein Referenzmaterial haben. Man muss ja die DNA aus dem Knochen mit irgendwas vergleichen, sonst weiß man ja nicht, was es ist. Und die Idee war eben, dass wir überlegt haben, wir versuchen, die DNA zu extrahieren. Und dann vergleichen wir die mit allen möglichen Leuten, die nach Störtebeker, Storzenberger und wie die immer heißen, in Abwandlungen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und da haben sich auch schon Leute bei mir gemeldet. Das war ganz lustig. Die waren überzeugt waren, dass die Abkömmlinge sind. Die waren natürlich, die waren noch nicht mehr überzeugt, aber die hießen natürlich auch Störtebeker und hätten das witzig und spannend gefunden, wenn die auf der gleichen Linie gewesen wären. Es gibt so im Nordseeküstenbereich ungefähr 200 Leute, wenn man dem Telefonbuch glauben will, die da in Frage gekommen wären. Es wäre auch ganz lustig gewesen, wenn man nachgewiesen hätte, dass die irgendwie alle miteinander verwandt sind oder zwei Familienstränge sind oder wie auch immer. Wäre alles möglich gewesen. Aber dazu musste man eben die DNA erstmal aus dem Knochen haben. Und das ist relativ kompliziert, weil nicht
zwangsläufig sich die DNA aus dem Knochen erhält. Das DNA im Knochenmaterial erhält sich nur dann, wenn es unter bestimmten Bedingungen ja, gelagert oder aufbewahrt wird. Das funktioniert ganz gut, wenn das unter der Erde abgeschlossen ist oder wie bei den Mumien irgendwie verpackt und einbalsamiert. Aber so an der Luft, immerhin, wie gesagt, seit 150 Jahren im Museumsbesitz. Also wir tun da ja nichts mit, aber trotzdem zerfällt einfach die DNA im normalen Luftaustausch. Mhm. Und von daher waren die Hoffnungen auf die DNA nicht sehr groß, aber wir haben gesagt, das machen wir trotzdem. Weil wenn das wirklich klappt, ist das einfach natürlich der Clou. Mhm. Was auch immer da rauskommt, das ist einfach eine witzige, lustige Geschichte und macht natürlich sowieso den Spaß. Und dann hatte der Herr Breuer aus dem Team, die auch die rechtsmedizinischen Untersuchungen gemacht haben, der hatte gute Kontakte nach Hamilton in Kanada und dort gibt es ein großes Labor, die solche genetischen Untersuchungen an Knochenmaterial machen. Es hätte auch in Deutschland welche gegeben, aber wie gesagt, die Kontakte waren dann einfach da und die haben gesagt, die machen das auch umsonst. Und das war natürlich dann auch ein gutes Argument. Genau. Und dann bin ich mit dem Köfferchen in den Flieger gestiegen, bin nach Kanada gefahren und dort haben dann die Spezialisten die Proben auch entnommen, extra so aus dem Inneren mit ausgefräst und allem drum und dran. Und haben dann versucht, das Material, also das Knochenmaterial und das Genmaterial aufzuarbeiten, was aber leider keine Ergebnisse gebracht hat. Das soll wohl ein ewiges Rätsel bleiben, wahrscheinlich. Das Mysterium bleibt bestehen. Vielleicht ist das ganz gut. Ja. Also, wenn wir nun definitiv rausbekommen hätten, nee, das ist er nicht, dann hätten wir ein schönes Exponat weniger. Wobei es natürlich immer noch ein wichtiges Exponat ist. Für die archäologische Rechtsgeschichte ist es natürlich ein absolut exzeptionelles Objekt in jedem Fall. Aber mit dem i-Tüpfelchen Störte Beker Fragezeichen ist es natürlich immer noch viel besser. Wie ist es zu der Gesichtsrekonstruktion gekommen? War das auch bei der Rechtsmedizin hier in Hamburg? Ja, dieses Projekt lebt von vielen Zufällen. Das war insofern interessant, weil wir im Jahr 2000 eine große Piratenausstellung hatten. Natürlich war Störte Beker ein großes Thema. Und wir hatten in dem Zuge auch die ganzen Untersuchungen von den ganzen verschiedenen Wissenschaftlern, also Rechtsmediziner und Anthropologen und Biologen und alle möglichen Leute. In jedem Fall hatten wir dann ein Buch in Vorbereitung. Und da kam irgendwann ein paar Leute von Spiegel TV auf uns zu und fragten eigentlich nach den Ergebnissen vom Buch. Mhm. Und haben gesagt, Mensch, das wäre doch interessant und wir hätten doch interessante Ergebnisse, ob sie das irgendwie in einem Film darstellen könnten. Und wir sprachen miteinander und haben gesagt, also richtig klasse wäre es natürlich, wenn man das auch noch stärker visualisieren könnte, wenn man also dem Schädel auch ein Gesicht geben könnte. Und darüber haben die dann verhandelt und diskutiert und wir haben dann gesagt, okay, wenn die uns sozusagen die Gesichtsrekonstruktion zahlen, würden wir den ganzen wissenschaftlichen Unterbau und die Betreuung des Filmes übernehmen. Und darauf haben die sich dann eingelassen. Und dann ist dieser Spiegel TV-Film entstanden, wo parallel dann diese Schädelrekonstruktion entstanden ist. Die Elisabeth Denez aus Paris hat ja diese Rekonstruktion angefertigt, eine der, ja, wie ich finde, ganz sehr herausragenden Frauen, die solche Rekonstruktionen überhaupt machen. Die hat auch in Mettmann die Neandertaler geformt. Und also schon jemand, der wirklich Ahnung hat von diesen Dingen und die auch sehr eng immer an diesen rechtsmedizinischen Ergebnissen dran ist. Also das war uns ein sehr großes Anliegen, dass da jetzt irgendwie nicht so eine spinnerte Rekonstruktion rauskommt, sondern schon alle anthropologischen Ergebnisse, die wir an dem Schädel festgestellt haben, dass die dort in die Rekonstruktion auch einfließen. Und das sieht man, wenn man das genau anschaut. Also der hat eben die Narbe auf der Stirn und den ausgeschlagenen Schneidezahn und diese Dinge. Das sieht man alles an dieser Weichteilrekonstruktion. Also von daher, sobald man überhaupt sich dieser Rekonstruktion nähern kann, dann
ist das schon ziemlich klasse gemacht. Das ist auf jeden Fall beeindruckend und der Hingerichtete hat wieder ein Gesicht. Genau, man kann ihm sozusagen Auge in Auge schauen und letztendlich, ob das nun Störtebeker ist oder Gotteke Michels, spielt in dem Fall auch nicht so eine große Rolle. Also die Faszination, ein menschliches Gesicht gegenüber zu haben, ist natürlich ungeheuer groß. Das ist sehr lebendig und ja, ist natürlich für die Museumsarbeit perfekt. Wir haben ja im Vorfeld jetzt des Interviews so schon ganz viele Mythen und sagenhafte Begebenheiten über Störtebeker geschildert. Wie ordnen Sie als Historiker die Person ein? Also was kann man tatsächlich oder was weiß man tatsächlich über Störtebeker? Kann man das so kurz zusammenfassen? Schwierige Frage. Also zur Person selbst muss man ja sagen, gibt es fast nichts. Das Einzige, was man kennt, ist, dass es ein sogenanntes Verfestungsbuch gibt von 1380 aus Wismar. Ein Verfestungsbuch, dort werden alle Leute genannt, die der Stadt verwiesen wurden, der Stadt verfestet wurden. Und das war schon eine ziemlich drakonische Strafe, weil man damit vogelfrei wurde, seine Bürgerrechte verlor und dergleichen. Und Störtebeker, Nikolaus Störtebeker, so heißt er damals, wird in diesem Buch genannt. Allerdings nicht als jemand, der da irgendjemanden zusammengeschlagen hat, sondern der selber zusammengeschlagen wurde. Und die ihn da zusammengeschlagen haben, die werden eben der Stadt verfestet. Das ist also, mehr wird gar nicht gesagt. Also da kommt im Grunde nur der Name vor. Und man kann sich natürlich dann weiterdenken, okay, wenn jemand da so zusammengeschlagen worden ist, und die Täter da so drakonisch bestraft worden sind, dann muss es ja vielleicht jemand gewesen sein, der eine gewisse gesellschaftliche Bedeutung hatte. Also da kann man dann so ein bisschen interpretieren. Vielleicht ist er dann auch aus der Stadt selbst, vielleicht kommt er dann aus Wismar, okay, dann das ja, in diesem ganzen Kontext steht das. Aber zur Person selbst kann man in dem Sinne gar nichts sagen. Mehr ist das nicht, es ist nur ein Name. Und weiter geht es dann mit den sogenannten englischen Klageakten, wo der englische König dann in den 1390er Jahren Anstrengungen macht, Wiedergutmachungszahlungen von den Hansestädten zu erhalten für Beute, die Hanse wiederum von den Kaperfahrern zurückbekommen haben. Und der englische König sagt, ja, aber und die Schiffe waren ja unsere Schiffe. Also ihr habt natürlich dann die Piraten gefangen und habt dann sozusagen deren Beute eingesteckt, aber die gehörte ja eigentlich uns und das wollen wir gerne wiederhaben. Darum ging es eigentlich. Und in diesen Klageakten werden ganz viele Namen von Kaperfahrern der damaligen Zeit genannt. Und da kommt natürlich auch ein Wichmann vor, da muss ich immer grinsen. Und eben auch der Gödeke Michels und der Störtebeker oder Störtebeker, die werden dort genannt. Aber mehr auch nicht. Mhm. Also es gibt wiederum nichts über irgendwelche Personen, wie alt war der, wo kommt der her. Zwischen den verschiedenen Nennungen herstellen. Gar nichts. Oder, und zwischen diesen beiden Quellen gibt es auch keine Verbindung, weil wir ja nur den Nachnamen haben. Und muss man wissen, also der Störtebeker gibt es nicht nur einmal. Also es gibt eben auch diesen besagten Johann Störtebeker, der irgendwie, also ein Kaperbrief von dem holländischen Herzog hat und der natürlich auch sein Unwesen trieb irgendwie um 1400 und auch noch ein bisschen später. Der aber nicht hingerichtet wurde. Der auch nicht hingerichtet wurde. Das ist das Problem an der Sache. Sodass wir uns in diesem Geflecht von verschiedenen Namen bewegen, die was mit Kaperei zu tun haben. Wir aber nicht genau sagen können, ist das immer die gleiche Person oder sind es verschiedene? Das lässt sich einfach aus den Quellen nicht erschließen. Später ist es dann so, in den Chroniken, das sind ja auch alte Quellen, aber da haben ja damals schon Historiker, die aber ursprünglich nicht dabei waren, diese Geschichten aufgeschrieben. Ist aber dann 30 Jahre später, also 1430er Jahre, die haben dann diese ganzen Begebenheiten aufgeschrieben, zusammengefasst. Und da heißt es dann immer, dass der Klaus Störtebeker eben 1400 in Hamburg hingerichtet worden ist und die ziehen diese ganzen Quellen dann zusammen und entscheiden sich sozusagen und meinen, das wäre so. Und das sind
ist sozusagen das Problem, was wir Wissenschaftler heute haben. Glauben wir den chronikalischen Nachrichten? Ist das so? Ist es immer die gleiche Person? Oder ist es eben denn doch anders? Sind es vielleicht verschiedene Leute, die in diesen Quellen immer auftauchen? Das lässt sich aber wissenschaftlich nicht lösen. Genau, also, das ist ja wahrscheinlich auch eine Eigenheit eben dieser Chroniken, dass der vielleicht auch der Realitätsbegriff, der dem Ganzen zugrunde lag, ein ganz anderer ist, den wir heute anlegen würden, oder der Begriff von Wissenschaftlichkeit. Das ist ja keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern wirklich ein Aufschreiben und Zusammenfassen von verschiedenen Begebenheiten. Das Problem daran ist, dass wir wiederum auf der anderen Seite immer bedenken müssen, dass die natürlich viel näher an der Zeit dran waren. Mhm. Es sind ja denn nur 30 Jahre. Theoretisch könnte man ja noch jemanden fragen. Ne? Ja. Also von daher soll man die Chroniken auch nicht zu stark abschwächen. Mhm. Also natürlich sind die kompiliert, also zusammengefasst, da sind verschiedene Dinge zusammengezogen, aber sie sind jetzt nicht so ewig weit weg von den ursprünglichen Begebenheiten. Mhm. Von daher würde ich jetzt nicht zwangsläufig sagen, also das, was in den Chroniken steht, das kann nicht stimmen. Mhm. Auf jeden Fall ist es so, wir haben eine Reihe von Lücken, und diese Lücken werden dann sozusagen werden als Plattform genutzt, auf die man dann auch so ein paar Dinge, die einem wichtig sind, projizieren kann, schätze ich mal. Deshalb ist wahrscheinlich auch die Figur des Störtebeker heute noch so in aller Munde und so wichtig für die Menschen. Ja, also Störtebeker, die Figur selbst, hat ja eine interessante Wandlung erfahren. Also aus den Quellen, ob er nun Johann hieß oder Klaus, spielt er vielleicht auch keine Rolle. In jedem Fall ist es ein Kaperfahrer gewesen. Und der hat sicherlich Schiffe überfallen. Der wird sicherlich auch von brutalen Überfällen gelebt haben. Und diese Person hat ja auch ganz offensichtlich einen ganz starken eine Wandlung in seinem Ansehen erfahren. Mhm. Dann plötzlich kriegt er ja so ein Robin Hood-Image. Mhm. Also er ist der Helfer der Armen und er gibt den Armen und verteilt seine Beute. Das ist ja ein Kuriosum, was man sich gar nicht richtig erklären kann. Es scheint ja so ein Grundbedürfnis in der Bevölkerung gegeben zu haben, dass es irgendwie so einen Held geben muss, der dann irgendwie so eine gute Rolle spielt. Mhm. Die zeitgenössischen Quellen geben das überhaupt nicht her. In keinster Weise. Und das Älteste, was wir haben, sind dann diese Störtebeker-Lieder aus dem 15. Jahrhundert, die sehr so gereimt sind. Störtebeker und Goethe Michels, Rove Bede du Glieden Tälen und so weiter. Also die kommen dann auf, und da kommt plötzlich diese Position des Gleichteilers, was plötzlich dann auch mit diesem Verteilen der Beute zu tun. Mhm. Wo das Motiv aber herkommt, das wissen wir nicht. Mhm. Und dann entstehen auch gleichzeitig diese ganzen Sagen, die ja völlig seine Position hochstilisieren, bis zu seinem Ende, wo er dann an seinen Leuten vorbeimarschiert. Ja. Ganz unglaubliche Dinge, die dann da zusammengereimt werden. Und die haben ja dann diese Person ins völlig gigantische übersteigert. Machen ihn auch interessant und lebendig. Ne? Da kommt das wahrscheinlich auch her, dass politische Systeme ihn zum Teil auch benutzt haben. Also in der ehemaligen DDR war ja Störtebeker dann auch ja ein, also der erste Kommunist sozusagen. Ja. Also auch durch das Gleichteilen wurde es dann so instrumentalisiert darum wieder. Und das geht natürlich wahrscheinlich besonders gut, wenn man wenig Fakten hat, die dem eigentlich widersprechen können. Also hier Interpretationsraum, je größer der ist, desto besser kann man das natürlich machen. Das stimmt ganz genau. Also letztendlich, das ist wie König Arthur, oder von dem man ja auch nur so bruchstückhafte Dinge weiß. Und es ist also so ein Gefäß, wo man ganz viel reintun kann, wo man dann wunderbar Geschichten erzählen kann. Sie sind ja auch ein Experte für Geld und Münzen. Mhm. Und es gibt ja auch eine Münze, da können wir vielleicht auch noch an der Stelle mal mit aufräumen, eine Goldmünze, relativ groß, wo viele Leute glauben, dass auf dieser Goldmünze das Antlitz von Störtebeker zu sehen ist. Und da könnte man ja sagen, warum muss man dann eine teure Gesichtskonstruktion in Frankreich machen? Mal doch die Münze. Vielleicht können wir mit dieser Geschichte auch noch mal kurz aufräumen, dass Sie da noch ein paar Sachen zu sagen. Also das ist auch das ist schon wieder eine Geschichte für sich. Man hat offensichtlich schon sehr früh das Bedürfnis gehabt, sich von diesem verwegenen Kaperfahrer ein Bild zu machen. Es gab aber ja keins.
Das muss ich ein bisschen ausholen. Es gab aber ein Bild von einem ja, verwegenen Raufbold offensichtlich, der hieß Kunz van der Rosen. Stammt so aus der Zeit Kaiser Maximilians, war ein enger Vertrauter des deutschen Kaisers, also 15. Jahrhundert. Und von dem hat ein damaliger Stecher hat ein Bildnis angefertigt. Und dieser Stecher, der hat diese Kupferplatten dann irgendwann verkauft. Und ein geschäftstüchtiger Verleger hat diese alten Kupferplatten dann genommen, hat Klaus Störtebeker drunter geschrieben und hat die dann verscherbelt und verkauft. Und seitdem ist dieses Störtebeker-Antlitz ins in die Welt gekommen. Mhm. Hat aber mit, wie gesagt, mit Störtebeker gar nichts zu tun, sondern eben mit dem Kunz van der Rosen. Und es ist eigentlich ein cleverer Vermarktungstrick des 19. Jahrhunderts. Mhm. Also das ist auch schon mal eine schöne Geschichte, die wir an der Stelle aufräumen. Gibt es noch irgendwas über Ihr Museum, was Sie unseren Hörern noch mitteilen wollen, außer dass man es mal besuchen sollte, auf jeden Fall. Genau. Aber was war ein besonderer Grund, warum man das Museum noch besuchen sollte? Ich glaube, hier gibt es ganz viele Dinge zu entdecken zur hamburgischen Geschichte. Wir haben sehr viele Inszenierungen, wir haben sehr viele Räume in Räumen gebaut. Hier kann man Geschichte erleben. Und wir haben natürlich nicht nur spannende Objekte wie Klaus Störtebeker, in Anführungsstrichen, sondern auch viele andere Dinge. Es gibt ganz neu jetzt eine Ausstellung, die zur Geschichte des Hafens. Und wir haben auch sehr viele moderne Medien eingesetzt, allen voran ganz neu ein Multimedia-Tisch, wo man interaktiv die Entwicklung der Stadt nachvollziehen kann. Also ich glaube, wir haben ein ganz breites Spektrum zwischen Originalobjekten und Multimedia. Also lohnt sich allemal, mal hierher zu kommen. Ja, sollte man nicht verpassen. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gern geschehen. Und wir werden dann auf jeden Fall noch die Räume besuchen. Und genau. Und alle mal vorbeikommen. Genau. Genau. Vielen Dank, Herr Dr. Hilfmann. Gern geschehen. Ja, die langjährigen Hörer werden die Premiere gemerkt haben. Wir haben einen neuen Interview-Jingle von Andreas, unserem Haus- und Hofkomponisten. Vielen Dank dafür. Sehr schöner Jingle. Der wird demnächst auch noch öfter wieder zum Einsatz kommen. Ja, also. Du bist wieder geteased. Ja, ich tue das ja immer. Ich bin ja ganz schrecklich, bin ich ja. Also ein, wie wir finden, hochinteressantes Interview und vielen Dank nochmal an Herrn Dr. Wiechmann. Und tatsächlich, wir haben uns das Museum an dem Tag dann noch sehr ausführlich angeschaut. Also Leute, wirklich, wer hier in Hamburg ist und wer sich auch nur im Mindesten für Geschichte interessiert, und zwar nicht nur für hamburgische Geschichte, sondern wirklich sehen will, wie Geschichte erlebbar gemacht wird, der möge bitte dieses Museum auf jeden Fall besuchen. Genau. Nicht entgehen lassen. Also dann auch einmal ins Forum reinschauen. Ich habe ein paar Fotos auch sozusagen aus der Hansezeit, aus den Ausstellungsräumen zur Hansezeit also mal geschickt. Das ist wie eine Zeitmaschine. Die Ausstellungen dort sind also derart gut gemacht, dass man da wirklich völlig gefangen genommen ist. Das habe ich also wirklich schon länger nicht mehr erlebt. Das ist alles museumspädagogisch wirklich vom Feinsten. Für Kinder, für Erwachsene, für alle. Also herkommen, anschauen. Und dann zum Hörertreffen. Und dann zum Hörertreffen, genau. Das machen wir auch dann demnächst. Ja, genau, 11. September sowieso, ne? Bis daher. Jetzt müssen wir noch aufklären, die abgeschlagene Kopfgeschichte. Mhm. Der Typ, der zu seiner Frau, die gerade ein Kind bekommen hat, mit dem abgeschlagenen Kopf, mit einer Turnschuh, Turntasche. Tasche. Turnbeutel. Turnbeutel. Das klären wir jetzt mal auf. Die Auflösung. Die Geschichte mit dem abgeschlagenen oder abgetrennten Kopf im Krankenhaus oder am Krankenbett ist leider tatsächlich so geschehen, und zwar 1993 in Fulda auch noch, in Deutschland also. Nein. Ja. Doch. Ja. Oh. Und zwar war das, also man kann wirklich fast sagen, ein Familiendrama innerhalb der US-Armee. Also es geht da um einen Sergeant der US-Armee, der mit seiner Frau dort stationiert war. Und die beiden hatten sich also schon so ein bisschen auseinandergelebt. Die Frau hat dann eben ein Verhältnis angefangen mit einem Freund ihres Mannes. Und
als sie dann schwanger war, also sie wollte sich immer trennen, er hat sie immer überredet irgendwie, dass sie doch nochmal versuchen, irgendwie, ob sie nicht zusammenbleiben können. Dann irgendwann hat er aber eingewilligt in die Scheidung und sie sollte zurück in die USA. Ist aber vorher dann eben ins Krankenhaus gekommen, weil es Komplikationen gab mit ihrer Schwangerschaft. Und sie hat es da für an der Zeit gehalten, ihrem Mann zu erzählen, dass das Kind nicht von ihm ist, sondern von ihrem Geliebten. Er schien das auch erst relativ gut aufzunehmen. Später aber ist er dann nochmal aufgebracht, irgendwie zu ihr gekommen, hat gesagt, irgendwie, wo sie es denn irgendwie miteinander getan hätten und wie und was und die Umstände. Und dann ist er also aufgebracht, wieder von dannen gezogen und um angeblich seine Sachen zu packen. In Wirklichkeit aber hat er dann ihren Geliebten aufgespürt in einer Telefonzelle. Der hat noch mit ihr telefoniert. Und also es ist wirklich höchst gruselig und dramatisch, hat dann im Telefonat quasi zweimal geflucht. Und der letzte Fluch, der war schon quasi wie abgeschnitten. Dann war die Leitung tot. Und in dem Augenblick muss wohl der Mann ihn erstochen haben. Er hat ihn also erst mit Messerstichen quasi malträtiert und dann hinterher den Kopf abgeschnitten, ist dann mit der Tasche und dem Kopf ins Krankenhaus gefahren, hat ihr das Ding unter die Nase gehalten und hat gesagt, so, jetzt schläft er irgendwie jede Nacht bei dir, aber das Problem ist, du wirst nicht mehr schlafen, weil du nur noch das hier siehst und hat deinen Kopf hochgehalten. Und ja, war dann halt da, ist dann natürlich verhaftet worden und von einem Militärgericht in den USA auch zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Tja, all diejenigen, die Huxley zum Einschlafen hören, Ja. viel Spaß heute Nacht. Ja. Oha. Ja, seit langer Zeit mal wieder eine wahre Geschichte und dann gleich so eine grausam wahre Geschichte. Ja, Eifersuchtsdramen sind offensichtlich die Geschichten, die sehr häufig zu ganz schlimmen Morden Ja, führen. aber ich finde den schon von der Dimension her und auch von der sadistischen Art des Mörders her, also der muss wohl schon irgendwie relativ weit durchgedreht sein, irgendwie. Da bin ich schon besonders krass. Damit kommen wir zum Ende der 97. Episode. Nochmal ganz kurz der Hinweis, schickt uns Audiofiles. Das können auch 10-Sekunden-Geschichten sein, wo ihr Huxela hört, warum ihr Huxela hört und was auch immer. Und dann schneiden wir das in die 100. Folge rein. Das soll so ein bisschen auch eure Folge sein, die 100. Folge. Denn ohne die Hörer würden wir das ja alles nicht tun. An dieser Stelle für alle die, die den Relive hören oder die es am Montag direkt hören, Montagabend ab 20 Uhr gibt es hier den Psychotalk zum Thema Spielen und Spiele diesmal. Und so wie ich das verstanden habe und so wie wir das gerade planen, wird die Hoax Mistress als langjährige Live-Rollenspielerin da auch mit dabei sein. Also insofern nicht nur drei Herren auf der Couch, sondern diesmal auch zumindest in Teilen eine Dame mit auf der Was heißt denn Couch. in Teilen? Ja, wir gucken mal. Oh, was willst du damit sagen? Kannst dich nicht in jede Sendung reinbomben. Ach so, ich hatte das jetzt auf die Dame bezogen. Also, das ist eine andere Geschichte. Und Ende diesen Monats tatsächlich dann auch Blacksuite Stories, die erste Episode. Wir schrauben da jetzt wirklich mit Hochdruck im Hintergrund. Und wenn alles gut geht, gibt es auch ab Anfang der nächsten Woche schon den ersten Podcast-Feed mit einem kleinen Teaser, sodass man sich das schon mal abonnieren kann und dass man dann sofort mitbekommt, wenn die Hoax Mistress, aka das Black Sweet Toy, anfängt, Geschichten zu verlesen. Und was die so für Geschichten kennt, habt ihr heute gehört. Und damit als Ausblick auf Black Ja, Sweet Stories euch eine schöne genau. Woche. Und ja, vielleicht hören wir uns am Montag wieder, ansonsten nächsten Sonntag. Und bis dahin immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Huxilla ist eine Record Shoe Production aus dem Jahre 2012.